Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Zero 4 und dem Beagle. Ich habe mir jetzt einen Gefallen getan. Heißt, Transparenz Beagle ist da wie immer sehr ehrlich mit euch. Ich habe das Ganze jetzt nochmal vielleicht gestartet. Ich bin deutlich besser durchgekommen. Ich habe deutlich weniger Zeit gebraucht. Ich bin ganz ehrlich, warum sollte ich euch nicht sagen, ich habe bei meinem letzten, habe ich 44 Minuten Spielzeit gehabt. Jetzt habe ich 20 Minuten Spielzeit. Und einen deutlich höheren Score als bei mir davor. Die Krankenschwester lief besser, aber einmal erwischt hat sie mich trotzdem. Ich habe den Jungen da oben erwischt, den im Speisesaal wieder nicht. Der war mir einfach zu schnell weg. Alles in allem bin ich froh, dass ich das jetzt gemacht habe. Ich habe auch 8 Kräutermedizin, wo auch immer ich 8 Stück her habe, weil ich nur 3 Stück gefunden habe. Das heißt, ich müsste deutlich mehr, also ich habe anscheinend deutlich mehr gefunden. Weihwasser? Was ist denn kristallenes Wasser, das die gesamte Energie wiederherstellt? Ah, okay. Filmtyp 61, weiß ich nicht, wo ich es her habe. Ich glaube, das wird mir auch vielleicht einfach anscheinend spendiert. Wichtig ist, dass ich mir einfach für die Steuerung hier einen Gefallen tue. Auch witzig ist, die Fotos hier. Ich find's geil, weil die Fotos aus meinem vorherigen Run sind auch mit dabei. Es kann sein, dass ich bei der Krankenschwester ein paar weniger Punkte bekommen habe, weil ich die zügiger platt gemacht bekommen habe. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe mir damit jetzt einen ganz großen Gefallen getan. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man bei älteren Spielen den Schwierigkeitsgrad nicht während des Spielens ändern kann. Wo denn? Ich bin immer so irritiert, wenn sie so langsam die Hand dahin macht, so in Zeitlupe. So, ich könnte Angst haben, was da liegt. Verschwinden wird rätselhafter. Auch 14 Tage nach Untersuchungsbeginn gibt es keine Spur der verschwundenen Inselbewohner. Es wird befürchtet, dass die Untersuchung des Massenverschwindens auf der Insel Rogetzo ohne Anhaltspunkte abgebrochen werden muss. Auch die Todesursache der Inselbewohner bleibt weiterhin ungeklärt. Die Annahme einer Epidemie sei auf der Insel ausgebrochen, wurde zwischenzeitlich entkräftet. Alle Leichen bedeckten ihr Gesicht mit den Händen und ihr Gesichtsausdruck war Piep. Weshalb die Ermittler von einer Verbindung zwischen diesen beiden Aspekten ausgehen. Dämlich. Ja, nee, klar. Auf der Schalter befinden sich mehrere nummerierte Schalter. Ich brauche doch 13, oder? Ah, wie mies. Mies. Wie, aber es geht ja nicht immer runter, sondern teilweise auch einfach hoch. Das gemacht habe. Ich habe einfach durchgeschaltet. Soll ich jetzt beruhigt sein, dass ich nach da oben gehen kann? Bin ich nicht, Leute. Bin ich wirklich nicht. Hi. Ja, ja. Ja, ja. Ich komme ja schon. Dieses Telefon. An der Rezeption steht ein Stift. Eine Plattierung.
Das ist beruhigend. Was soll ich zurückgeben? Aber warum ist das immer so laut? Ich hab's schon deutlich leiser gemacht, Leute. Hab ich. Die Musik ist heftig. Schwester mit Patientin. Nur 500 Punkte gegeben. Ich habe meine Kamera Obscura jetzt gar nicht mehr angeguckt. 8 Steine habe ich. Ladezeit. Was heißt denn Ladezeit? Ich würde eher die Sensibilität erstmal machen wollen. Was sagt... Ach komm, nein. Sowohl als auch kann ich nach da hinten als auch davor. Ich gehe erstmal nach hier hinten, ne? Zum Schwesterzimmer. Oh Gott, warum bin ich denn auf einmal so müde? Ja, das ist gut. Nee, hier geht's weg. Irgendwo wurde irgendwas aufgeschlossen. Das habe ich gerade gehört. Vielleicht ist es ja auch hier drin gemeint. Ich gehe mal gucken. Weil ich wüsste sonst nicht. Okay. Ich glaube, sonst ist hier tatsächlich gar nichts drin. Na gut, dann ist das wohl so. Es ist immer noch blau, Leute. Ich weiß einfach nicht, warum. Also an den Decken wird es ja wohl kaum irgendwas geben. Ach, das ist ihr Schatten gewesen. Ja, gut. Ah! Rote Geistersteine. Mit roten Geistersteinen kannst du dein Objekt aufrüsten. Wähle im Menü zunächst entweder Kamera Obscura oder Geistertaschenlampe aus, gehe zur Optimierung und suche dir dann auch das Objekt aus, das du aufrüsten möchtest. Schauen wir doch mal. Was machen denn die roten Steine? Lass das erstmal alles so. Ich bin ja noch ganz am Anfang im Spiel. Ach komm! Na, dass die immer so langsam ist! Das kotzt mich an! Wieder Punkte, die ich nicht bekomme. Danke! Dämliche Kuh. Sieh mein Gesicht nicht an. Wenn du mein Gesicht ansiehst, entschwindet dir alles. Kann mein Gesicht nicht erkennen. Kann mein Gesicht nicht erkennen. So wie die anderen beiden. Ja, klar. Da ist eine Tür und da ist eine Tür. Die Tür ist fest verschlossen. Der Türgriff ist abgefault und die Tür daher nicht zu öffnen. Silent Hill Maßstäbe hier. Kind läuft ins Zimmer. Na, immerhin, diese Kinder geben relativ gut Punkte. Ja, öffnen.
Abgeschlossen. Abgeschlossen. Oh Gott, ich schwöre, Leute, ich werde die Steuerung noch mal in die Tonne kloppen. Irgendwo A. Ah. Die Tür ist kaputt und der Eingang zu dem unordentlichen Raum versperrt. Aber sie kann von hier aus sehen, dass er unordentlich ist. So viel sei gesagt. Oder ist noch was? Das will ich haben. Keine Ahnung, ob das jetzt brandgefährlich ist, was ich hier mache, aber ich will es haben. Gib's her. Erweiterungen können an die Kamera Obscura bzw. Geistertaschenlampe angebracht werden, um ihnen verschiedene Effekte zu verleihen. Sobald du eine Erweiterung findest, wird sie automatisch ausgerüstet. Wähle im Menü Kamera Obscura oder Geistertaschenlampe und dann Erweitern aus, um einzelne Effekte ein- und auszuschalten. Die Aufrüstung Alarm und Ausweichen wirkt jedoch nur für die Kamera Obscura. Was meinen die denn mit Geistertaschenlampe? Ich habe das Gefühl, dass es einfach etwas ist, was ich noch nicht habe. Nee, ich gehe erstmal hier lang. Wo der kleine Junge reingegangen ist. Oh. Leute, mir ist kalt. Es ist kalt geworden. Angeblich ist der Sommer ja noch nicht vorbei, aber... Was ist denn das für ein unheimlicher Raum? Der ist aus mehreren Perspektiven betrachtet creepy. Hier liegt allerhand Dinge herum, wo die wohl alle herkommen. Ist mir scheißegal. Gott. Eine alte Kassette gefunden. Ein Kassettenrekorder gefunden. Machen wir gleich. Ein Geisterstein gefunden. Ist doch nett. Wir hören uns die Kassette gleich an, keine Sorge. Ich möchte nur den Raum einmal richtig abgecheckt haben. Hier liegt ein vollgeschmiertes Tagebuch. 6. April, Regentag. Ich habe wieder eine meiner Sachen gefunden. Diesmal war es eine Maske aus dem Speisesaal. Sie nehmen mich weg, ohne zu fragen. Sie dürfen mich aber nicht wegnehmen. Ich muss mich wiederholen. Ich habe die Maske, die ich heute gefunden habe, unter dem Bett versteckt. Diesmal werden sie es mir nicht wegnehmen. Und wenn doch, dann verfolge ich sie. Wetten, gleich kommt ein Geist. Im Augenblick, in dem ein Rachegeist angreift, besteht die Gelegenheit zu tödlichen Fotos. Das Schießen eines tödlichen Fotos hat verschiedene Effekte. Der Gegner schreckt zurück und erhält hohe Schaden, währenddessen können Kombos geschossen werden. Wenn die Erweiterung Alarm ausgerüstet ist, blinkt die tödliche Fotolampe am obersten Bildschirmrand, sobald die Gelegenheit zu einem tödlichen Foto besteht. Oh Gott. Nein! Nein! Oh Gott, lass mich los, du dreckiges Rotzgör! Zeit.
Da stimmt doch was nicht. Jemand hat es gestohlen. Wenn ich mich nicht beeile, werde ich verschwinden. Wer war das? Gib es zurück, gib es zurück, gib es zurück, gib es zurück. Ich verschwinde, gib es zurück. Ja gut, ne? Nimm Maske, Mädchen, nimm's doch. Ach, sie will nicht. Ja, nimm sie doch bitte einfach. Ich weiß nicht, was sie mit der Kamera jetzt gerade die ganze Zeit gemacht hat, wenn ich ehrlich bin. Ah, wie sie mir hier Typ 14 Bild andrehen. Aufzeichnung. Stimmen. Heisere Stimme. Geist. Tonbänder.祭りの後からです。祭りが終わっても、まだあの感覚がどういう？どんどん自分が溶けて、なくなって、何か忘れてはならないことがあったのに、何かを忘れたことも思い出せなくなっているような気がするんです。 まずこの薬を安心してください。必ず解放に向かいます。あの音楽は何です？あの音楽を聞くたびにまた、やめてください！やめて！わかりました。あなたには特別な治療をしましょう。 Hat er die jetzt gerade umgebracht? Hat er die echt gerade umgebracht? Wie viele Punkte habe ich denn jetzt? Oh, 18.000 Punkte. Noch irgendwas hier drin? Ich glaube nicht. Perspektive hat mich jetzt ein bisschen nervös gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich will mir natürlich die Tür da hinten auch noch angucken. Dann nicht. Okay. Aber jetzt speichern wäre schon ziemlich geil. Die Tür geht ja nicht auf, da war ja was. Zu viel Mond. Ah! Wo ist sie denn? Oh, was macht sie denn? Warum macht sie die Kamera immer runter? Will sie, dass ich ihr folge oder was? Na, was? Oh, oh Gott, putzen mich die Geister hier an! Nicht.
Okay. Nee, warte mal. Da wollte ich hin. Muss mit meinem Typ 14 Fall mal ein bisschen aufpassen. Aber da unten kann ich speichern. Ich schätze mal, da hinten kann ich auch nicht lang gehen. Behaupte ich jetzt mal, noch nicht zumindest. Ja, dachte ich mir schon. Aber man muss ja alles ausprobiert haben. Die Steuerung wird mich voll in den Wahnsinn treiben, Leute. Ist so. Aber sei es drum. Speichern. Nicht speichern. Nicht speichern. Nicht. Nein. 8000 Punkte. Kostet mich weniger. Okay. Habe ich jetzt eingetauscht oder nicht? Man weiß es nicht. Über diese Steuerung. Die ist ein bisschen schlimmer als in Resident Evil. Den alten Teilen meine ich jetzt. Mann am Fenster, Gott. Ja, kannst verschwinden. Reicht mir. Hier ist ziemlich eng insgesamt. Das heißt, Kämpfe sind hier ein bisschen mäh. Ich habe hier drin übrigens noch einen Kräutermix gefunden gehabt. Das Siegel der Tür im Museum wurde gelöst. Yes. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ich weiß nicht, in den anderen Zero-Teilen war das, Project Zero-Teilen war das zumindest vom Let's Play her, wie ich gesehen habe, nicht so eng, sodass man ein bisschen Möglichkeit zum Kämpfen hatte. Aber gut. Geister sind ja nicht an Wände gebunden, ne? Denn jetzt gemacht? Was hat sie denn jetzt? Mädchen, was hast du? Wir haben das gut gemacht. Das war der erste Kampf, der halbwegs gut lief. Gehen wir hier dran vorbei und speichern. So, ja. Alles gut. Da lief der Kampf mit der Krankenschwester in beiden Fällen deutlich schlechter als gegen den Typen. Ist was? Wie auf einmal wichtige Informationen da liegt. Oder Geistersteine oder was auch immer. Gehen Sie da rein, junge Frau. Also scheint es ja Sinn zu machen, sich hier und da noch mal ein bisschen umzugucken. Dann machen wir das doch. Bevor ich da reingehe in die Tür. Nee, hier ist nirgendwo. Oh, sie dreht sich, weil sie laufen kann sie nicht.
Es ist offen. Okay. Nee, ich dachte jetzt eigentlich... Ich weiß, was das heißt. Wenn ich Typ 14 Film finde, heißt das in aller Regel, dass gleich ein Kampf kommt. The Grudge-Geräusche? Wirklich? Okay, ich muss mich doch wieder... Ich würde sagen, die ist tot. Herbeigerufen. Ja, bitte speichern. Oh, Leute, das war ein bisschen anstrengend. Ah, ich kann mich eh wieder ausblenden. Es kommt ja wieder eine Zwischensequenz, gehe ich von aus.
Phase 2 Nachhall Misaki Aso. Aso? Wie die wie der Professor? Natürlich finde ich jetzt die Kamera obscura ganz plötzlich. Das ist doch die Kamera, die ich von zu Hause mitgebracht habe. Wie kommt die denn hierher? Die Notizen zu der Karte, hatte ich die nicht auch bei mir? Ich vertraue diesem Prototypen der Kamera Obscura, den Nachfahren der Familie Aso, als Zeugnis meiner Forschung an. Mit der Kamera Obscura gelang es mir erstmals, eine starke Geisterpräsenz einzufangen. Das war der erste Schritt in bisher unerforschte Gefilde und der wahre Beginn meines Lebens als Wissenschaftler und nicht zuletzt der ersehnten Bestätigung meiner Theorie. Ich habe das noch nicht getestet, aber es sollte auch möglich sein, die Gestalten der Toten damit auf Film zu bannen. Jedoch hat die Kamera Obscura auch eine starke Wirkung auf die Psyche von Priestern, Medien und alle anderen, die das Unfassbare spüren können. Daher verbiete ich den unbesonnenen Umgang mit der Kamera Obscura. Madoka wa doko? Jetzt mache ich das Ganze mit ihr auch noch mal. Okay. Mit ihr habe ich aber auch interessanterweise alles. Na gut, Leute, wir gehen jetzt runter speichern. Ein bisschen doof. Ich wollte doch nur speichern gehen. Zimmer 203, vielleicht ist Madoka dort. Das kann sein, aber... Okay. So viel wollte ich gar nicht mehr machen, aber das Piepen... Liegt ein altes Tagebuch. Die Kinder spielen wieder Streiche, öffnen und schließen die Türen zum Krankenbereich im zweiten Stock. Ich ändere das Kennwort der Tür regelmäßig, aber irgendwoher erfahren sie es jedes Mal. Anscheinend machen die Kinder ein Spiel daraus, das Kennwort der Tür zu verbreiten. Sie schreiben es irgendwo hin und geben einander Tipps, wo man es finden kann. Ich habe sie deswegen heftig ausgeschimpft und sie haben sehr geweint, aber uns wurde von Direktor Haibara gesagt, dass wir die Tür im Auge behalten sollen, also gebe ich auch in Zukunft gut Acht. Wenn die Tür offen steht, besteht die Gefahr, dass Patienten umherirren. Wenn sie irgendwo herumgekritzelte Zahlen sehen, wischen sie sie bitte weg, damit nicht noch einmal so etwas passiert wie beim letzten Mal. Achso. Hier ist immer noch irgendwas. Das ich nicht nehmen kann. Gott, dafür, dass ich nur speichern wollte. Was ist denn? Du bist genauso ungelenk wie all deine Kameradinnen. Neubau, zweiter Stock, Ende Juli, Zimmer 203, Heiliger Mond, Tsukimoro Madoka. Anmerkung: Ein introvertiertes Mädchen wird deswegen offenbar von den anderen Patienten in ihrem Alter gehänselt. Achten Sie ein wenig darauf und schreiten Sie gegebenenfalls ein. Zimmer 204, Schattenmond, Aiba Iori. Anmerkung: Nach dem Tod von Tomoko Hinuma haben wir Yori Aiba aus dem Altbau in das frei gewordene Zimmer verlegt, aber sie hat sich darin eingeschossen, den Türgriff abgebrochen. Die Tür ist daher nur noch gewaltsam zu öffnen. Zimmer 205, Regenmond, Sonohara, Yuriko.
Anmerkung, zeigt keine Reaktion auf Spiegel, scheint also noch nicht geknospt zu sein. Jedoch wird ihr Gedächtnisverlust immer schlimmer und ihre Stimmung und Verhalten sind sehr instabil. Bedarf sorgfältiger Beobachtung. Zimmer 206, ausgetrockneter Mond, Amaika Katsuto. Anmerkung, seine Kleptomanie wird schlimmer und ignoriert alle Ermahnungen. Bitte erstatten Sie über alle Diebstähle Bericht. Er wird wütend, wenn man ihm sein Diebesgut wieder abnimmt, also nehmen Sie es unauffällig an sich. Zimmer 207, Orchidimund, Ayako. Anmerkung, sehr aggressive Persönlichkeit, hat die Neigung, andere zu verletzen, ohne mit der Wimper zu zucken. Verübt grausame Streiche. Ich selbst wurde von ihr mit einem Messer am Ohr verletzt. Äußerste Vorsicht geboten. Noch mehr. Jo. Jetzt habe ich aber... Nein, ich habe immer noch nicht alles. Okay. Hier. Hier. Ich glaube, damit ist das Teil gemeint. Egal, wir gehen jetzt. Jetzt habe ich schon 7 Minuten überzogen. Ich möchte eigentlich. Ah! Jetzt gehe ich aber speichern, verdammte Axt, nochmal. Und ich glaube, für heute habe ich auch echt genug Project Zero hinter mir. Ha! Gott! Nee, das ging einfach zu schnell, Leute. Nee, nicht speichern. Egal, shoppen gehen wir nächste Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und haut rein.